Ja, das ist das, was ich da im Forum immer diskutiere, dass also diese ganzen Skizzen, die sehr viele Constraints haben, dass sie ihr Ja. Lesesystem unheimlich bremsen. Und wenn ich das im Arch mache, also wenn ich im Arch eine Linie ziehe, dann muss ich da kein Constraint machen. Die ist vollständig bestimmt, die Linie. Die ist eindeutig, hat ihren Anfang, ein Ende, hat Position, hat eine Länge, das alles drauf und drum und dran, was eine Skizze, eine Linie braucht. Und die ist schnell. Ja, also wenn ich eine 3D-Skizze habe in Arch, die kann sehr komplex sein, die bleibt schnell. Und Sketcher wird langsamer. Je mehr Skizzen ich habe, je mehr Constraints ich habe, desto zäher wird das ganze Ding. Und das wird irgendwann, ja, für mich unbrauchbar. Also damit kann ich nicht arbeiten. Also damit komme ich nicht zum Ziel. Da würde ich meine Auftraggeber verlieren. Die würden dann sagen, vergiss es, also das ist zu langsam. Ne? Okay. Und das ist das. Und wenn man das jetzt reduziert, diesen Sketcher rosinenpickerartig und nur dann verwendet bei diesen tangentialen Übergängen und bei diesen Kinematik-Sachen und so, wo man es wirklich braucht, dann bleibt das auch flüssig. Dann ist ja das System an der Stelle nicht überlastet, weil das eben nur ganz wenig Skizzen sind und wenig Constraints sind. Also wenn du dann diesen Faden verfolgst, den wir hier gehen, wirst du das Problem nicht mehr haben. Dann wird dein Okay. System immer schön schnell sein. Und vor allen Dingen diese Einstellung, was ich ganz zu Anfang sagte, mit diesem Undo, das ist die Oberbremse.